Alles klar, alles klar. Bis jetzt noch keine Monster, das verwirrt mich gerade. Das ist ein reiner Rätselberg, oder wie? Na, kaum sagt man's, ne? Wie üblich. Ey, dann lauft doch nicht alle weg. So, jetzt gibt's aufs Maul. Ich hoffe für die Gegner. Warum halten die hier so viel mehr aus als draußen? Was soll das? Ja, kommen alle nur auf Maxim. Mein Gott, der hält das ja aus. Ich bin gespannt. Der Berg sieht relativ groß aus. Ich habe ein bisschen Panik. Weil so lange wollte ich heute jetzt eigentlich gar nicht aufnehmen. Weil es ist schon relativ spät und ich wollte eigentlich nur so viel aufnehmen, dass ich heute wieder was hochladen kann. Und das muss ich ja dann auch noch rendern und das wird ja alles zu spät und hin und her und bla bla bla. Hallo? Willst du mich verarschen? Okay, dann gehe ich halt. Mein Gott, was soll's? Wenn man nicht gegen mich kämpfen will. Ich habe Besseres zu tun. Oh, es ist doch nicht so groß, wie ich gesagt habe. Also vielleicht kommt da noch einiges, aber ich dachte schon, bis hierhin brauche ich lange. So war das jetzt eigentlich in meinem Kopf. Ein Rätselräumchen. Hier komme ich nicht lang, da komme ich nicht lang. Oh, Mist. Mist. Ja, scheiße. Aber ich komme hier lang und kann dementsprechend... Scheißdreck! So. Aber jetzt kann ich nicht nach unten. Ja, scheiße. Also jetzt habe ich es, glaube ich, ziemlich verbaut. Aquaschwert gefunden. Ja, schön. War das jetzt das einzige Ziel, das ich hier machen musste? Ich weiß es nicht. Es sah nämlich eher so aus, als müsste ich da runter. Und da komme ich jetzt, glaube ich, nicht durch. So, schauen wir doch mal. Was haben wir denn mit dem Aurasch? Das ist gar nicht für ihn. Und für ihn auch nicht. Was ist für Selan? Was ist für Selan? Okay. Bitte. Gerne doch. So. Aber so komme ich runter. Hahaha. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Den kann ich einfach wegschieben. Bei dem wird es ein bisschen blöd. Himmelarsch. Überall ist irgendwas. Oh fuck. Habe ich mich jetzt... Nee. Kann einfach so machen. So, dann mache ich nämlich diesen hier. Ha. Und bin raus. Na, hat ja super funktioniert. Da ist sie ja. Hey, halt. Hey, hallo. Was? Oh, nö. Auf keinen Fall. Boss-Time. Götterschlag. Lü. Bringt alles nichts. Drauf hauen halt. So, jetzt zeig doch mal, Sturzbach ist das Aquaschwert, man sich denken könnte. Trifft alle Gegner besonders wirksam gegen wasserscheuere Kreaturen. Das sind jetzt Gargoyles, glaube ich. Nicht unbedingt, aber ich probiere es trotzdem. Magiestaub, Löwenherz, Tornado, Satansbiss, Löwen, Tornado. Hier probieren wir mal Tornado aus. Ja, Wirbel, sehr gut. Sturzbach. Naja. Hat das gerade die gesamte Zornleiste gezogen oder wie viel hatte Selan? Oh. Das war schlecht. Götterschlag! Wow! Der rockt. Autsch. Oh oh. Okay. Das war eng. So, hier. Champion war das super heilen, ne? Ja. Ein Champion auf dich und Selan. Geil macht das, was er am besten kann. Draufhauen. Selan, Magie, würde ich sagen. Und dann... Phönix vielleicht.
Lexis, also Tornado war Bullshit. Probiere ich mit ihm mal Frostfee. Dann sehen wir ja, welches Element rockt. Phönix ist schon mal gar nicht so gut, aber vielleicht sind die Zauberse, die sind hier auch vielleicht auch nicht so stark. Frostfee? Ah, Frostfee, alles klar, Frostfee ist gut. Und Champion ging auch durch. Ermski, Satansbiss, oh, das war gut, dass ich Champion gemacht habe. Bam. Alles klar, dann möchte ich jetzt mit Maxim auch die Frostfee machen. Mit Geil einmal drauf, mit Selan. Nein, Frostfee. Und ebenfalls Frostfee mit dem guten Lexis. Und dann müsste es eigentlich schon geschafft sein. Ah, schön, der erste schon down. So, das müsste jetzt eigentlich fast schon reichen. Oder? Ja, sehr gut. Und zwei haben fast ein Level up. So, jetzt bleib mal bitte stehen. Der Berg geht zwar noch weiter, aber bitte. Geht hier gut? Ich habe euch nicht gebeten, mir zu helfen. Ihr seid... Dupla, hör sofort damit auf. Athea! Wie redest du mit den Leuten, die dir das Leben gerettet haben? Aber Athea, sie waren gerade dabei, wieder ein Schiff zu bauen. Das Labor leitet Abwasser in das Meer und verpestet die Umwelt. Hast du deswegen die Pläne gestohlen? Egal, warum du es getan hast, stehen ist falsch. Moment mal, bist du dir bei der Sache mit dem Abwasser sicher? Was? Du wusstest nichts davon, dass das Labor die Umwelt verpestet? In der Stadt blüht keine einzige Blume mehr. Ups. Das reicht jetzt, Dupla. Gib ihnen die Pläne zurück, sofort. Aber Athea, danach werden sie einfach weitermachen. Erzwungene Einsicht hat keinen Sinn. Sie werden sich nur ändern, wenn sie das Problem selbst sehen. Hier habt ihr die Pläne zurück. Warte. Ich werde, sobald ich wieder da bin, Port Travial in ein Blumenmeer verwandeln. Das dauert vielleicht eine Weile, aber ich tue es. Das verspreche ich dir. Du meinst, ja, ich werde die Maschine so umbauen, dass die Umwelt keinen Schaden mehr nimmt. Das wirst du wirklich tun? Selbstverständlich. Ich werde dir beweisen, dass ich wirklich ein Genie bin. Wenn die Stadt wieder voller Blumen ist, lade ich dich ein, mich zu besuchen. Und ich werde dir einen großen Blumenstrauß schenken. Ist das in Ordnung so? Nur wenn die Stadt wirklich zu einem Blumenmeer wird. Danke. Ich gehe sofort zurück in die Stadt und fange an, daran zu arbeiten. Maxim, wir sehen uns in Port Travia. Und so wird dein Platz frei für... Athea. Ja, genau, den. Schlechte Nachrichten. Was ist los? Eine seltsame Lichtkugel ist über unserem Dorf erschienen. Das Licht ist voll von böser Energie. Diese Kraft ist so unglaublich stark. Das klingt irgendwie bekannt. Wirklich? Was ist es denn? Das ist ein Höllenfürst der Zerstörung. Wir sollten sofort zum Dorf zurück. Wir gehen mit. Aber ich kann doch keine Menschen in mein Dorf mitnehmen. Für sowas haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Geh oder deine Leute werden alle tot sein. Also gut, ich werde uns hintransportieren. Warp! Athea, das Licht kam und mantelte Twixia und verschwand mit ihr. Was? Meine Mutter? Ach, meine Mutter? Ach, die Kleine. Wir konnten es nicht verhindern. Alles ging so schnell. Wohin ist das Licht geflogen? Es flog direkt zum Weihetempel. Zum Weihetempel? Das muss vorher geplant gewesen sein. Was ist denn der Weihetempel? In dem Tempel gibt es mystische Steine. Nur Twixia kann den Tempel öffnen. Das hört sich nicht gut an, Maxim. Gar nicht gut. Das auch nicht. Ich weiß, Athea. Wo ist der Tempel? Ohne Helfen kommt ihr nicht in den Tempel. Überlass das lieber mir. Du wirst uns brauchen, auch wenn du Menschen nicht magst. Wir müssen zusammenarbeiten, um Armen zu besiegen. Nur als Team haben wir eine Chance. Wir reden zu viel. Wir sollten uns lieber sofort auf den Weg machen und Twixia retten. Also, wo ist dieser Weihetempel? Im Südwesten. Bis wir Twixia gerettet haben, kannst du uns anführen. Auf in den Kampf. Athea schließt sich an. Hip, hip. Alles klar. Kurz drüber schauen. 38. Naja, nicht ganz so unter der... Kann ich noch einkaufen? In Shop. Da. So.
Die sind ganz schön teuer. Das ist Nodaba. Nodaba. Was? Der Lichtstrahl trifft die Gegner. Das klingt gut. Kann aber auch nur Atea. Boah, scheiße, ist das teuer. Okay, Donner für sie, Donner für ihn. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Mein Geld, das ist weg. Alles weg. Oh Mann, hoffentlich lohnen sich die Zauber. Gut, ein Itemshop. Also, ein Ausrüstungsshop haben wir hier aber nicht, oder? Ist hier oben noch. Da oben ist da noch irgendwas. Oh ne, das ist nur raus, oder wie? Ja. Da geht's nur raus. Kein Ausrüstungsshop. Das ist schade. Hätte ich gerne mit in Kauf genommen. Ja, ja. Aber hier stehen 4 Betten. Das ist schon mal praktisch, ne? Super. Jetzt stellt sich die Frage... Ja, Thea steht hinten. Das stimmt ja alles schon. Soll ich noch weiter aufnehmen? Wenn es gerade 40 Minuten voll. Wenn ich jetzt in den Tempel gehe, wird es wahrscheinlich 1,5 Stunden. Und da ich noch rendern muss, würde ich sagen, ich mache jetzt hier einen Safe State. Und ihr seht dann die nächste Folge sowieso. Für euch macht es ja keinen Unterschied im Anschluss. Ja, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao und tschüss und überhaupt. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ja.